Hallo, Daniel Garofoli hier und ich freue mich, euch unser fünftes Immobilieninvestmentprojekt hier in Dubai zu präsentieren, das wir exklusiv an deutsche, österreichische, Schweizer anbieten und in unserem sicheren Vermietungskonzept dann auch für unsere deutschen Investoren hier in Dubai eurodiversifiziert Rendite kreieren. Die beste Rendite erhält man, wenn man in diesem Stadium investiert, haben bereits auch schon viele gemacht. Vielen Dank natürlich an der Stelle an alle, die bereits hier investiert haben und dass ihr uns so sehr vertraut und dass ihr uns euer Vertrauen schenkt. So, wie weit sind wir? Die letzten Monate gab es relativ wenig zu berichten, weil am Anfang, ne, siehst du halt nur die Maschinen, die diese Löcher bohren, dann kommt so ein Stahlgerüst rein, das wird dann aufgefüllt mit Beton. Das haben wir jetzt 240 Mal gemacht und jetzt wird es hier aber spannend. Das erkläre ich dir mal ein bisschen aus der Vogelperspektive. Hier sehen wir 6 Stahlbetonträger und jetzt kann man schon so ein bisschen einschätzen, wie groß das Gebäude wird. Denn diese 6 sind die letzten Stahlbetonträger. Das heißt, man sieht hier, es geht wirklich parallel zu der Ivy, wird hier auch The Vine fertig gemacht. Und später werden diese Stahlbetonträger werden dann freigeschaufelt, werden vom Erdreich natürlich befreit und werden dann, genauso wie diese Kästen, einmal komplett zubetoniert, was dann die Bewehrung gibt mit dem Unterboden, einmal als Bodenplatte und von dort gehen dann die Grundmauern einmal durchs Gebäude hoch. Sieht man hier, sieht man da vorne und hier sieht man diese 8 Grundmauern, die sich einmal als feste Mauern, als fester Teil des Gebäudes bis hoch in den 24. Stockwerk durchziehen. In der Mitte praktisch sind wir hier am Ende dann, sind wir hier direkt am Eingang des Parkhauses später auch. Ja? Hier werden dann die Menschen reinparken in ihr Parkhaus. Das heißt, hier wird einmal aufgefüllt als Bodenplatte und von dort geht dann natürlich auch zum Beispiel Aufzugsschacht und natürlich auch Treppenaufgang wird dann hier hochgebaut. Dieses Grundstück haben wir vor ca. 1,5 Jahren gekauft mit unserem Partner Metrical Developments. Wir hatten es vorher gemietet. Der Inhaber war dann so nett und hat es dann auch verkauft, weil wir gemerkt haben, okay, vielleicht haben wir doch ein Asset, wenn wir dann hier direkt an der Mall sind und nicht nur 2 Häuser weiter, sondern auch direkt auf der anderen Straßenseite. Und wir werden aus diesem Ivy-Projekt einen Twin Tower bauen. So, es war bisher Ablagefläche für Ivy. Jetzt, seitdem wir praktisch hier den Boden, das Erdreich entfernt haben und es auf der Bodenplatte arbeiten, sind wir natürlich auch rausgezogen auf die Straße. Kann ich dir mal eben zeigen, wenn wir rauslaufen, dann sehen wir, wir haben hier einmal, das war zum Beispiel bis vor 14 Tagen noch nicht so. So, hier werden jetzt die ganzen Materialien angeliefert. Hier sind die Baracken für die Ingenieure und so weiter. Drin sind die Offices, wird gearbeitet, sind die Toiletten, sind die Restrooms. Alles hier around the corner, fast bis zu Ivy. Und wir sind jetzt praktisch auf der öffentlichen Straße, die wir gerade anmieten, gegenüber dieser Mall. Das ist ja immer das Potenzial, was wir versuchen zu kreieren mit all unseren Projekten. Und wenn du dich ein bisschen durchklickst durch unsere Videos, unbedingt subscriben und liken, natürlich auch gerne kommentieren. Das ist das Potenzial, das wir immer versuchen herauszuentwickeln. Immer strategisch gute Lage, immer in der Nähe von Malls, in der Nähe von allen Ausfahrten. Denn wenn du die RTA-Pläne siehst und liest, dann siehst du nämlich, dass hier eine 4-spurige Straße, also 2 Spuren in beide Richtungen, ja, direkt an der Mall vorbei. Und der Mieter wird hier in 2,5 Jahren einfach über die Straße gehen können und wird dann fußläufig in der Mall sein, bei wahrscheinlich seinem Arbeitsplatz. Ne? So ein Mall hat ja noch immer sehr, sehr viel Personal. Nicht nur die Store Managers, sondern auch allein schon die Verwaltung dieser Mall. 400 Jobs sollen hier reinkommen. Zara, Decathlon, große Supermarktketten, alles schon confirmed. Und hier wird auch gerade richtig, richtig heftig gebaut. Es gehen viele Gerüchte rum, denn diese Mall ist auch 1,5 Jahre in Delay. Tatsächlich, jetzt schon 1,5 Jahre in Delay, in der Verzögerung, in der Verspätung. Sie wollen diese Mall erweitern, dadurch ist unweit, also ich sag mal 10 Kilometer von hier, die Dubai Hills Mall aufgemacht hat und die Regierungsbauträger hier in Akil, Emaar, ja auch so in so einem Konkurrenzdruck untereinander stehen, wollen sie jetzt mit dieser Mall, mit der Dubai Hills Mall konkurrieren. Deshalb haben sie alles on hold gemacht und haben einmal das Konzept neu aufgesetzt und Fertigstellung ist hier 2026, just in time für unser Projekt, wenn wir dann auch im September 2026 mit diesem Projekt in der Übergabe sind, mit The Vine. So, und wir werden aus Ivy und Vine einen Twin Tower machen. Wir werden die Facilities verbinden. Wir werden hier natürlich unsere eigene Coffee Shop Brand reinbauen. Wir haben unser eigenes Fitnessstudio Brand.
Ivy hat einen Kinoraum nur für die Residents. Vine wird ein riesengroßes Restaurant haben auf dem Pool-Level nur für die Residents, das wir dann anbieten, um natürlich gute Mieter zu finden, die in der B-Lage bereit sind, richtig teuer Geld für unsere Immobilieninvestments hier in Dubai auszugeben. Und wir haben es natürlich schon geproved. Wir haben The Haven. Auch da gibt es ein Video hier im YouTube-Kanal. Unser erstes Projekt, 100% verkauft an Deutsche Österreicher Schweizer. Jedes Jahr machen die Investoren mehr Rendite, wenn der Mieterwechsel stattfindet. Wir haben The Ivy. Auch dort haben wir jetzt eine Wertsteigerung zwischen, muss man mal vorstellen, im Jahr 2021 war dieses Projekt im Baustatus von diesem Projekt. So, jetzt haben wir Anfang 24 waren wir fertig, Mitte 24 haben wir das Projekt übergeben und das ist im Prinzip genau das Potenzial, das wir mit unserer Investoren-Community, unserer deutschsprachigen Immobilieninvestoren-Community hier in Dubai ausschöpfen und wie wir es schaffen, Tag für Tag neue Investoren für Dubai zu begeistern, um es ihnen zu ermöglichen, so sicher wie möglich hier in diesem Immobilienstandort zu investieren. Wenn dich auch interessiert, schick mir gerne mal eine Anfrage. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir gehen direkt weiter zum nächsten Immobilieninvestmentprojekt. Das heißt, der Helm bleibt auf.